Also, Sie wollen in eine TV-Talkshow kommen? Wollen Sie der Star der Tonight Show sein? Die Wonne von David Letterman, das Leuchten in Arsenios Auge? Dazu braucht man Stil. Stil im Überfluss. Den hast du, Baby. Wenn du es schaffen willst, dann schmeichle dem, der was zu sagen hat, sagt Christian Slater. Verdammte Moskito. Arsenio deutet das an. Luisa Zepper verneigt sich indirekt vor seiner Truppe. Das soll den Musikern zeigen, dass du einer von ihnen bist, und es zeigt dem Publikum zu Hause, dass du wirklich dazugehörst. Hör auf, Biff, was soll denn das? Willst du unbedingt auffallen? Was sagst du dazu, Biff? Dieser Anzug wird sie umhauen. Dr. Napalm, Mann, wenn das nicht spitzenmäßig ist, die Kamera wird dich lieben und streicheln in diesem Kostüm. Das ist ein extra gepolstertes Teil für den Glücksbringer der Frauen. Das werden ich und ein anderer Assistent aufsetzen. Es ist ein Kunstwerk. Es hält mindestens 1100 Grad aus. Sie kosten zwar fast 6 Riesen pro Stück, aber dafür konnte ich dem Typen das Glücksrad und die Flying Bobs andrehen. Ist doch ein guter Tausch, oder? Aber warte, jetzt halt mal die Luft an. Biff hat nie gesagt, wer seine Assistenten sein werden. Wie kommst du darauf, dass du einer davon sein wirst? Weil mir dieser Anzug wie ein Handschuh passt. Abgesehen davon habe ich gerade ein schweres Verbrechen begangen und meinen Job riskiert. Um 2 Attraktionen zu verkaufen, die mir gar nicht gehören. Dafür will ich wenigstens sein Assistent sein. Findest du nicht auch, Biff? Thank you.
Es dürften keine Zecken mehr drin sein. Wie schön. Lass es uns auf dem Dach treiben. Nein. Du weißt doch, wir treiben es nicht auf dem Dach. Auf dem Tisch? Nein, da tut dir nicht Platz. Wir legen das Brett rein. Okay. Ja, wo ist das Brett? Ich weiß nicht, du hast es zuletzt gehabt. Ist es nicht unter dem Anhänger? Ja, also da würde ich es nie hinlegen, denn es würde da unten verrotten. Weiter, wir haben ein Bett. Warum treiben wir es nicht wie normale Leute? Oh, Wilder, nur noch 3 Tage an diesem Ort, nur noch 3 und ich bin frei. Ich kann überall hingehen. In die Stadt und abends ins Theater, in ein Symphoniekonzert. Nein, spiel nicht damit. Bitte, ich will es wirklich. Ich meine es ernst. Okay. Eine kleine Note an dir. Weiter, ich muss zur Arbeit gehen. Kierkegaard, 17 senkrecht. Danke. Letzte Nacht habe ich geträumt, wir wären Elvis und Anne Margaret in Viva Las Vegas. Schon wieder? Aha. Nur diesmal bist du aufgetreten. In so einer Art Hotel-Casino. Es war heiß und schummrig beleuchtet. Es hat mich erinnert an die Eingeschlossenen von Sartre. Und wir waren wie im Gefängnis. Wir wurden gefangen gehalten. So lange, bis du singen würdest. Und ich meine, du warst Elvis, also hättest du singen können müssen. Aber du wolltest es nicht. Ich stand also da und sagte, oh, komm schon, Kind, sing doch bitte ein Lied. Und du hast gesagt, nein, danke, Mann. Ich bin ganz versessen auf diesen Job auf dem Parkplatz. Hat das was zu bedeuten? Gib mir Feuer. Ich habe keine Streichhölzer. Na gut. Nimm sie aus dem Mund. Nein, ich liebe die Gefahr, Wilder. Ich weiß, dass du es kannst. Na, mach schon. Raus.
Rauchen ist nicht gut für dich. Oh Gott, Walder, genauso wenig wie 362 Tage Hausarrest. Wenn du das anderen zeigen würdest, könnten wir reich sein. Du wärst ein Kaiser. Du könntest Präsident sein. Du wärst wie der Sonnengott der Inkas. Das ist nur ein blöder Kneipentrick. Mehr ist das nicht. Das sagst du immer. Verdammt. Hey, Schatz, wenn ich dich mitten am Tag anrufen würde, du sollst alles liegen und stehen lassen und nach Hause kommen. Würdest du das tun? Nicht mal, wenn das Haus abbrennen würde, Walder. Let's do some Feuerwehr Autos, schöne Hydranten, Wasserflüche. Der Kerl muss an die Luft. Hast du gehört, Ray? Mach schon. Hopp, hopp, ihr werdet nicht fürs Arschkratzen bezahlt. Schwingt euch hier rüber. Wir laden den hier zuerst aus, okay? Was soll ich sagen? Ich war oben auf dem Dach und habe Cello geübt. Ich kann mir nur vorstellen, dass mein leeres Glas die Sonne so stark eingefangen hat und die Sonnenstrahlen so stark waren, dass sich das trockene Gras davon entzündet hat. Zweimal in 6 Monaten. Oh, ich weiß. Walder, du hast wirklich Pech mit Feuer. Ja,
Ich habe wirklich Glück, dass ich einen Feuerwehrmann geheiratet habe. Findest du nicht auch? Ja, weiter. Aber es kommt mir sehr verdächtig vor. Und da du ja Hausarrest wegen Brandstiftung hast und nachdem nur noch 3 Tage davon übrig sind... Nein, 2 Tage. Heute zählt nicht. 2 Tage. Wäre ich an deiner Stelle vorsichtig. Ich wäre so handsam wie ein Schmusebär. Ja, Sir, das wird sie sein. Zu bedeuten. Es war ein Unfall. Es war ein Unfall aus Langeweile. Ich gebe dir einen guten Rat. Pass auf. Bring heute deine Stiefel und deinen Helm mit nach Hause. Hat euch 5 Jahre nicht mehr gesehen? Seit er sie geheiratet hat, nicht mehr. Na, dann lass es keine 6 werden. Wir sind hier. Also, Schatz, geh hin, sag ihm Hi und erzähl ihm, dass du im Fernsehen auftreten willst. Thank you.
Halt! Nein, nein! Zünd ihn an, Biff! Wallace? Nicht, wenn ich geschminkt bin. Wenn ich geschminkt bin, bin ich Biff! Der ganz böse Biff. Verbrenn ihn, Biff! Er ist mein Bruder, Rex. Wissen die, was du alles kannst? Na klar. Wir sind eine einzige große Thermonuklearfamilie, Wilder. Großer Gott, Wallace, du bist ein Clown. Ein toller Job. Du bist auch sehr toll, Wilder. Ein Fotoentwickler-Jockey. Wirklich beeindruckend. Du bist wohl der Marlboro-Mann oder sowas. Ein schöner Pfiffi, Wilder. Steht dir sehr gut. Dein Haar ist nicht nachgewachsen, hm? Es tut mir schrecklich leid, deswegen. Zieh hier keine Nummer ab und mach die Fliege zusammen mit deinen unterbelichteten Freunden. Oh, Freunde, was habe ich bloß falsch gemacht? Geht ja richtig auf den Klo. Und? Wo ist Weider? Immer noch bei mir. Weißt du, das war mir klar. Als wir heute in die Stadt kamen, sahen wir euer Liebesfeuer in den Wolken. Ein echtes meteorologisches Phänomen. Bist du mit der süßen Weider immer noch in diesem Wohnwagen? Gemütlich. Da kann er bestimmt wie Superman runterhüpfen und sich den Pfiffi kraulen lassen. Wirklich sehr kuschelig. Kauf dir ein paar Drehspiegel für den Garten und lass deine hübschen, schmutzigen kleinen Kinder ohne Hosen in der Nachbarschaft rumlaufen. Ein Schicksal schlimmer als der Tod, behauptet mein Bruder, der Clown. Dieser Kerl brennt uns mit seiner Klimaanlage die Sicherungen durch. Dieser Klimaanlage? Tu das nicht. Ist das die Maschine, die du gemeint hast? Ich sagte... Dieses wunderschöne, klimatisierte, frostfreie Wüstenwunder? Genau wie vor 5 Jahren. Wie unser ganzes verdammtes Leben, Wilder. Du hast dich nicht verändert.
wie war dein Tag? Da kommt er ja, da kommt mein Mann. Kein Gerät ist heute vor ihm sicher. Hast du die Klimaanlage gesehen? Ups, sie hat die Uranus gesehen oder sowas. Ich habe mir ein Stück als Briefbeschwerer aufgehoben. Wann kommen wir endlich im Fernsehen? Dass du diesmal alle Verbindungsstücke zusammenbringst. Ah, ich glaube, wir haben ein paar in Florida vergessen. Hast du 25 Cent? Ja, ich passe auf, dass keiner rausfällt. Mein Name ist Wallace Rex. Wie wär's, wenn wir vorher etwas essen würden? Nein, davon bekommen wir Blähungen. Meinst du? Hallo? Hallo? Wer ist dran? Weiter. Schuppen. Ja, Horace, wir wollen sowieso nicht da rein. Außerdem brennt er. Was ist passiert? Ah!
Hey, weiter! Was ist? Warum schaust du so? Oh ja, du hast mir das gezeigt. Das ist wahr. So ungefähr vor 1,5 Jahren, du weißt. Genau vor 1,5 Jahren. Wilder war Manager von diesem Erste-Hilfe-Stand. Das war auch ein prima Job. Ich meine, gute Bezahlung, nette Leute. Für ihn war das ein toller Job, es war ihm klar. Sie haben ihn alle wirklich gemocht. Es war damals gerade Winter. Und wenn es schneite, musste er sehr früh aufstehen und die Gehsteige räumen. Und ich habe ihn dauernd gelächelt, weißt du? Er sollte doch sein Talent dazu benutzen, die Gehsteige zu räumen. Es hätte nur 1 Minute gedauert, um den Schnee zu schmelzen. Und es war doch erst 5 Uhr morgens. Es hätte bestimmt keiner was gesehen. Also habe ich mir gedacht, wenn er etwas von diesem Voodoo machen würde, wäre er schnell wieder zu Hause bei mir. Aber er wollte nichts davon wissen. Es war an einem Samstag. Ich hatte frei und habe ihm geholfen. Es war sehr eisig. Er war vorne und schaufelte wie ein Verrückter. Und ich war hinten. Ich weiß noch, wie ich da stand, die Schneeschaufel in der Hand. Und sah auf diese 2 Gehsteige, die mindestens 2,5 Zentimeter Eis hatten. Ich dachte, unmöglich. Also ging ich in den Geräteschuppen, ich holte einen großen Kanister Benzin und ich schüttete ihn sehr geschickt über die ganze Länge der beiden Gehsteige. Ich nahm ein Streichholz und setzte den ersten Gehsteig unter Feuer. Und weißt du was? Es war toll. Benzin mischt sich nicht mit Wasser, es brennt nur an der Oberfläche und schmilzt das ganze Eis. Es war toll. Dann bemerkte ich, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Das ganze Eis war zu Wasser geworden. Und die Gehsteige flossen irgendwie nach unten und dieses brennende Wasser bewegte sich langsam bergab zu den Stufen von dieser Arztpraxis. Um das noch schlimmer zu machen, an der Tür von dieser Praxis ist sowas wie eine Katzenklappe. Nur es ist keine Katzenklappe, keine Klappe. Es ist ein kleiner Briefkasten, wo man Sachen einwirft wie Stuhl- und Urinproben. Keine Ahnung, ich weiß nur, irgendwie floss dieses brennende Wasser durch diesen Stuhlbriefkasten in die Arztpraxis. Oh Gott. 18 Riesenschadenssumme. Wilder verlor seinen Job. Er hat sich nie über mich beschwert. Deswegen hat mir das Gericht dieses 2 Pfund schwere Teil zum Tragen ans Bein gehängt. Aber es kommt morgen runter. Es kommt morgen runter. Wer von euch hat mir das Hochzeitsfoto geschickt? Wilder hat dir das Hochzeitsfoto geschickt? Ja, sieht so aus. Er würde das Messer ziehen. Wallace, es gibt kein Messer. Wieso hat er mir da nicht gesagt, dass du Hausarrest hast? Ich weiß nicht. Er hat mir auch nicht gesagt, dass du in der Stadt bist. Wilder ist ein Schmock. Er hasst mich. Ich weiß nicht, warum er mich hasst. Wieso hasst er mich? Wieso erzählst du mir nicht, warum du ihm seine Haare abgebrannt hast auf seiner Junggesellenparty? Hat er das erzählt? Ja. Er hätte zurückschlagen können. Oh Gott. Gib mir Feuer. Was? Zünd die Zigarette an. Nein, das kann ich nicht. Ich würde dir das Gesicht verbrennen. Ich kann dich dabei nicht ansehen. Weißt du, wenn ich an dich denke, dann ja, vergesse ich... Ja, aber Wilder kann es machen. Ich komme damit in die David Letterman Show. Ich kenne jemanden, der dafür die Leute aussucht. Und ich werde da auftreten. Ich werde im Fernsehen Sachen verbrennen. Das gibt gute Publicity. Vielleicht bekomme ich eine Filmrolle oder meine eigene TV-Show. Einen Werbevertrag, da ist eine Menge Geld drin. Vielleicht für Feuerzeuggas, Mikrowellenherde, alles, womit man grillen kann. Irgendwas durch Willenskraft verbrennen zu können. Ist ein gottgegebenes Talent. Das ist so, als könnte man einen Basketball platzen lassen. Die Amerikaner sind ganz heiß auf sowas. Ich bin froh, dass ich sowas machen kann. Es ist eine Schande, ein von Gott gegebenes Talent zu verschwenden. Das finde ich auch. Siehst du, ich habe gewusst, dass du das sagen würdest. Ich habe dir schon vor 5 Jahren gesagt, du hast den Falschen geheiratet. Woo!
Großer Schatz, hast du die Männer auf eine Limonade mitgebracht? Ja. Fangt mich, Männer! Aufgepasst! Immer noch das gleiche Auto wie vor 5 Jahren? Mein Bruder, ist das immer noch das gleiche Auto wie vor 5 Jahren? Ja. Was ist damit los? Es ist... Ich weiß es nicht. Aha. Naja, wenigstens hast du es aufgebockt. Das ist wirklich der Traum des weißen Mannes. Die Nachbarn sind sicher neidisch, dass du als Erster draufgekommen bist. Dieses Auto scheint wie dein ganzes Leben zu sein. Es kommt einfach nicht vorwärts. Also das ist gemein. Na? Findest du nicht? Wieso bist du eigentlich hier? Wieso unterhältst du dich nicht über Schminkallergien mit diesen fabelhaften Rittern der Tafelrunde, mit denen du dich umgibst? Was willst du hier in der Stadt? Wieso sitzt du vor meiner Haustür und trinkst aus meinem Glas? Wieso glaubst du, du bist willkommen? Hey! Ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass ich auftreten werde. Ich werde irgendwelche Sachen in der David Letterman Show anzünden. Was? Was? Hast du sie noch alle? Ich wusste, dass du das sagen würdest, ja? Was gefällt dir daran nicht? Weißt du, als Erstes hält man dich für verrückt. Leute in weißen Kitteln werden dir eine Sonde in den Arsch schieben. Sie stecken dich in das Indianerreservat mitten in der Mojave-Wüste und halten dich für die Offenbarung, mein lieber Bruder. Du hast den Firestarter gelesen, nicht wahr? Und zum Schluss werden sie dir jedes Feuer entlang der Ostküste anhängen. Sie kommen bestimmt auch auf Horace Braintree's Clubhouse. Oh, Horace Braintree's Clubhouse. Oh, du
du bist, wir waren alle kleine Kinder, das interessiert niemand mehr! Nicht einmal den blöden Horace Braintree! Soweit ich weiß, hat er ein Ex-Cheerleader-Mädchen geheiratet, hat seine eigene Bürgvertretung und einen Haufen dicker kleiner Kinder, der jeden Samstag in den Karateunterricht schickt. Ich werde es auf jeden Fall tun! Ich trete bei Letterman auf, ich glaube dir nichts mehr von deinem paranoiden Blödsinn, damit du es weißt. Und weißt du was, ich will zur Abwechslung mal reich sein. Du bist doch eine Witzfigur für mich. Auf Wiedersehen, Weider. Wiedersehen, Wallace. Ich werde eine Rolle im Film bekommen und sie machen einen Star aus mir. Ich werde eine Rolle im Film bekommen und alles, was ich tun werde, ist ganz normal. Wartet mal, wartet mal. Kennt ihr den von dem Verrückten der oralen Sex mit einem Hut heute? Also, los, fahr mich nach oben, Rex. Was meinst du? War das sein Bruder? Ich weiß nur, ich höre damit auf, komme ins Fernsehen oder ich bringe irgendjemanden um. Thank you.
Schuld voll und ganz abgebüßt. Es ist jetzt 12.47 Uhr und 23 Sekunden. Höchste Zeit zum Bumsen. Wir treiben sie in der Kabine. Das ist nicht dein Ernst. Es ist mein Ernst. Weiter. Weiter. Okay. Suchen wir uns irgendwo ein Gebüsch oder sowas? Oh, Baby, ich bin schon ganz wild. Oh, ich weiß das, aber... Was? Nein? Also gut. Lass uns spazieren gehen, Walder. Ich war schon ein Jahr lang nicht mehr spazieren. Aber... Komm schon, raus aus dieser Schuhschachtel. Also, ich warte auf einen Überraschungsbesuch von meinem Geschäftsführer. Ich will meinen Job nicht verlieren. Schon gut. Schon gut. Also, was machen wir dann heute Abend? Das weißt du doch. Ich leite das Bingo-Spiel für den Frauenverein. Das macht doch Spaß. Vielleicht kommst du mit und gewinnst Geld für uns. Bingo? Walder, nein. Keine Symphonie. Kein Theaterbesuch. Bingo? Walder. Ich sollte das Bingo schon letzte Woche leiten und war nicht da. Weißt du, wie viele Male ich gefehlt habe, weil du mich nicht gehen lassen wolltest? Und heute Abend musst du ja nicht zu Hause bleiben. Außerdem ist das Auto kaputt. In eine Symphonie kann man nicht zu Fuß gehen. Was überlegst du? Gar nichts. Der Rest meines Lebens zog nur blitzartig an mir vorbei, das ist alles. Ich warte auf dich, Schatz. Entschuldige. Wer bist du denn? Hey! Du hast meinen Hund gefunden! Ja, oder umgekehrt? Oder umgekehrt. Hast du eine Erklärung für deine Krawatte oder muss ich raten? Oh, die hat überhaupt nichts zu sagen. Ich habe nur zufälligerweise zwei Karten für diese Kammermusikveranstaltung, die es heute Nachmittag in der Stadt gibt. Du bist ein Scheißkerl, Wallace. Da hast du recht. Na komm schon, komm nach vorn zu mir. Nein, ich kann heute nirgendwo drin sein.
eine lange Zeit, ein Geheimnis zu bewahren. Also, was hat dich dazu bewogen, das publik zu machen? B12. Also, was wolltest du noch sagen? Wollte ich das? Lach mich nicht aus. Dann erzähl mir nichts Lustiges. Es gibt nicht viel zu erzählen, wirklich. Es war im Karneval in Florida und wir hatten nicht viel zu tun. Es hat geregnet. Ich habe mir meine Frau die Hexe angesehen auf einem privaten Kabelkanal. Weißt du, was denn meine Frau die Hexe Darren immer sagt? Sam, Schatz, benutze deine magischen Kräfte nicht dazu, um uns reich oder glücklich zu machen oder um unser Sexualleben zu beeinflussen. Du sollst sie überhaupt nicht benutzen, das wäre falsch. Dann entdeckte ich, dass ich mir das ansah auf einer schäbigen Schaumgummimatratze, dass ich meine Cornflakes direkt aus der Schachtel aß. Und ich war einsam. Und da hat es mich plötzlich gepackt. Falsch. Was findest du so falsch daran? Und je mehr ich mir das ansah, umso mehr entdeckte ich, dass Darren mich an irgendjemand erinnert. Und dieser jemand war Wilder. Und Sam erinnerte mich an mich, dass ich meine potenziellen Fähigkeiten nicht auslebe. Meine Frau, die Hexe, war dann zu Ende und bezaubernde Genie folgte darauf. Und ich hielt das für sowas wie ein Zeichen. So war das. G47. Was soll das? Ich helfe dir beim Zielen. Wer bist du, John Wayne? Du hilfst mir beim Zielen. Gott, ist das originell. Das gelernt in einem alten Valentino-Film? Thank you.
Ups. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of, believe me. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Wiedersehen, Weiler. Okay. Mach's gut. Wiedersehen.
Okay. Ja, das ist gut. Es ist Morgen und die Sonne scheint. Wir werden jetzt frühstücken. Und dann werden wir uns hinsetzen und reden. Wir alle drei. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir müssen die Dinge ans Tageslicht bringen. Wir müssen offen darüber sprechen. Wir müssen über unsere Gefühle reden. Hast du auch Müsli? Müsli. Wilder unterdrückt immer seine Gefühle. Er unterdrückt seine Gefühle immer zu. Ich glaube, wenn wir alle drei nur unsere Probleme in Worte fassen könnten, einfach reden. Geh von diesem gottverdammten Meer runter! Ich hab dir Frühstück gemacht, du kommst jetzt rein und isst! Wilder! Ich rede mit dir! Wilder! Hör auf! Hör auf! Hör sofort auf! Tu irgendwas! Na gut, hör zu, das bin ich und genauso fühle ich mich momentan. Es ist früh, ich bin müde, ich habe gestern Nacht nicht geschlafen, ich war bei deiner Frau. Ich esse okay. Dein Frühstück. Also mach schon und kleb mir eine Bitte und lass uns die Sache beenden. Na mach schon, du komischer Eismann. Alles klar. Jetzt ist es ganz klar. Du bist ein beschissener Feigling. Ja. Wilder! Scheiß Ding! Tut mir leid! Pissdelke! Klar, und glaubst du, dass du es mit meiner Frau treiben kannst? Schau mal einen schönen Kranz aus, du bist nämlich schon tot! Okay. Aufhören jetzt, alle beide! Ich wohne hier, verdammt nochmal! Was wollt ihr? Wollt ihr euch umbringen? Hast du doch gewollt. Dein Schuh brennt noch. Ha! Wer ist jetzt der weiße Mann? Wer ist jetzt der weiße Mann?
Dreckiger, gemeiner, hinterhältiger Schweinepriester! Wolle! Komm gefälligst raus und kämpfe wie ein Mann, der du sein willst! Oder ich komme rein und hole dich! Ein einziges Mal in unserem Leben einen wirklich fairen Kampf austragen. Verbrenn mich, Bruder! Brenn mir die Haare ab! Gib mir einen Grund, dass ich dich grillen kann! Aufhören! Aufhören! Wartet, bis ich euch... Weiter. Dein Arsch ist schon Asche! Kein Arsch ist hier irgendwas, verstanden? Kein Arsch ist hier irgendwas und ihr beide kommt sofort raus! Hi, hier ist Weiderford Ryan. Wir haben hier schon wieder eine von diesen Situationen. Okay, Mann, jetzt zeige ich dir! Weiter! Geht es dir? Gehst du? Weiter! Hey! Tu es endlich einmal in deinem Leben! Tu es! Tu es, du verdammter Schwächling! Gott, es brennt bei dir! Ich komme! Es ist alles okay! Es ist alles in Ordnung! Wow. Tut mir leid. Was denn? Ich rede mit Wilder. Es tut mir leid, dass ich mit deinem Bruder auf dem Dach war. Das war wirklich ein schlechter Zug von mir. Ich habe mich zwischen euch beide gestellt. Wilder, ich habe dein Vertrauen missbraucht. Ich musste mich irgendwie abreagieren. Ich meine, gestern war meine erste Nacht in Freiheit und du musstest sie mit Bingo verbringen. Oh, versteh mich nicht falsch, Bingo ist toll. Normalerweise wäre ich auch für Bingo gewesen. Aber ich habe einfach durchgedreht. Ich war selbstsüchtig. Ich dachte, ich könnte dich irgendwie von diesem blöden Ping-Pong-Spiel weglocken. Ich hoffte, du würdest ein einziges Mal in meinem Leben mich wirklich groß ausführen. Eine Nacht in Freiheit, weg von dieser Country-Western-Version eines sowjetischen Gulags. Was ist? Wilder, sag gefälligst irgendetwas! Du hast meinen Bruder gebumst wegen Bingo? Ich glaube, du hast überhaupt nichts verstanden. Wir beide haben wirklich große Probleme. Ja, scheiße. Ja, scheiße, Wilder. Ich hab das alles wirklich satt. Ich will dich nicht immer die ganze Zeit anmachen müssen. Und ich habe es satt, immer der glücklichste Mensch auf der Welt sein zu müssen. Und wieso meint er, du hast mich gebumst wegen Bingo? Es hat niemand.
niemand gebumst. Bumsen war nicht angesagt. Nur wegen diesem Wahnsinnigen mit seiner Supernummer. Wannes, es wäre nichts passiert, glaube ich gar nicht. Sicher wäre das passiert. Wir waren ganz gierig auf ein spitzenmäßiges Gebumse. Wir waren drauf und dran, etwas zu treiben, für das es bis jetzt noch nicht mal einen Namen gibt. Lüg nicht! Das ist ein umstrittener Punkt. Umstrittener Punkt? Das ist eine gute Antwort, Schätzchen. Hat sie oder hat sie nicht, hm? Das ist ein umstrittener Punkt. Entschuldige mich, ich mähe lieber den Rasen. Oh Gott, was willst du mit ihm? Sei bitte mal ruhig, Wallace, okay? Ich bin wieder im Gefängnis. Ich bin einen Tag frei und schon wieder im Gefängnis. Das ist unglaublich. Ich habe hier nichts zu suchen. Du hast die zwei Feuer angezündet. Ich? Ja. Schätzchen, ich lebe wirklich nicht hinterm Mond. Wir sind alle drei gleichermaßen für die Unannehmlichkeiten dieses Tages verantwortlich. Hey, ich hab gar nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich hab die ganze Nacht damit verbracht, die Sexfeuer zu löschen, die ihr angezündet habt. Heute Morgen hat sie mich angeschrien, tu irgendwas, und du hast meine Hausschuhe angehabt und meine Zahnbürste benutzt. Du hast mein Haus angezündet, du hast meine Frau gebumst und sie mir gestohlen, und du verlangst, dass ich einen Teil der Schuld auf mich nehme? Also, ich kann nur für mich sprechen, Wilder, aber ja, ich glaube, es wird allerhöchste Zeit dafür. Ihr könnt mich mal. Das heißt also nein. Fürchtet euch nicht, die Rettung ist nah. Ich kann doch meine Hauptattraktion nicht hier bei diesem Gesindel lassen. Das finde ich gut, Rex. Ja, wirklich. Ich will nur eins. Was du willst, Junge. Wünsch dir was. Ein großes Steak? Soll ich dir mein Auto leihen? Willst du mein Hemd, was du so bewundert hast? Ich will nicht auf Kaution raus. Außer du holst dir auch mit raus. Wir gehen doch immer noch nach Hollywood, oder? Ich habe Tag und Nacht an nichts anderes gedacht. Du willst mich rausholen? Ja. Wir mussten das Riesenrad verpfänden als Sicherheit für deine Kaution. Bist du sicher, dass du das willst? Weißt du, ich kenne ein Mädchen in Tampa mit der gleichen Haarfarbe und dem gleichen Knochenbau. Du hast recht. Sie ist die Schiffschaukel wert, was es auch kostet. Sie ist es wert. Mrs. Foodrind hat Glück, dass der Richter sie überhaupt auf Kaution rauslässt. Das hat mich sowieso überrascht. Wallace, ich werde nicht gehen, bevor du nicht auch Wilder rausholst. Na gut, bitte hol ihn auch raus. Dann also auch noch die Schießbude. Wilder. Los, komm schon, Wilder. Komm schon, wir müssen hier raus, du, ich und Wallace. Ich? Ich soll mit euch gehen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn für mich. Ich meine, ich kenne niemanden, den ich mehr hasse auf der Welt. Wilder. Was hast du schon wieder nicht verstanden? Du hast gewonnen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich von deinem Bruder verführen lassen. In einer Sommernacht. Weil ich unbedingt von dir geliebt werden wollte. Und da du schon wieder nicht da warst, musste ich von jemandem geliebt werden. Ich weiß, du glaubst, dass so etwas unverzeihlich ist. Und vielleicht hast du damit recht. Aber ich will dir mal was sagen. Für den Fall 1 zu einer Million, dass du Unrecht hast. Und für den Fall 1 zu einer Million, dass du morgen früh aufwachst und mich zurück willst, dann musst du um mich kämpfen, Wilder. Du wirst um mich kämpfen müssen.
Why did you leave me here all alone? I searched the world over and thought I'd found true love. You found another and he was gone. Und was hat er zu meinem Brief gesagt? Er hat gar nichts gesagt. Er war nicht da. Ich habe ihn einfach eingeworfen. Was heißt das, er war nicht da? Leider, du musst ihm ein bisschen Zeit lassen. Ich will dich nicht beleidigen, aber wenn ein Mann sein Heim und seine Frau am gleichen Tag verliert, kann er schon ein bisschen unzurechnungsfähig sein. Er wird schon irgendwann zu seinem Stand zurückkommen. Und wenn er das tut, dann findet er deine Nachricht. Glaub mir. Pass für mich auf. Bei ihm gewesen? Nicht, dass ich wüsste. Für mich hat er recht einsam ausgesehen. Vielleicht glaubt er, dass sie immer noch bei mir ist. Rex, ich glaube, ich werde die Show heute Abend ausfallen lassen. Ich brauche meine ganze Kraft, um meine Familienangelegenheiten wieder in Ordnung zu bringen. Oh, und Rex? Du musst heute Abend so viel Geld wie möglich verdienen, weil wir morgen früh zusammenpacken werden und uns endlich auf den Weg machen nach Hollywood. Alles klar, Dr. Napalm. Ist die Hölle eingefroren oder was? Wo ist Weida? Sie kauft gerade neue Kondome. Wieso?
ist Weida? Jetzt gerade? Sie lässt sich im Krankenhaus eine Aufbauspritze geben. Wer einmal einen Clown hatte, kommt nie wieder zurück. Ist Weida. Sie ist drüben im Sanoko auf der Toilette und seift sich ihren Körper ein, damit sie sich in diesen hier reinzwängen kann. Dieser Anzug gehört Dr. Napalms erstem Assistenten, der schon bald im Fernsehen zu bewundern ist. Ich kämpfe um dich, Baby! Ich kämpfe um dich, Baby! Holt ein paar Feuerlöscher und stellt den Strom wieder an! Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, wo ist Weida? Such sie da draußen, du Arschloch. Das da ist für meinen Pickup, was dein trauriges Exemplar von Frau betrifft. Weida ist nicht hier, denn sie ist ein Verlierer, genau wie du. Du kommst nur über meine Leiche ins Fernsehen. Du ruinierst mein Heim, ruinierst meine Ehe. Du wirst verdammt nochmal nicht den Rest meines Lebens ruinieren. Du dich selbst hassender Verrückter. Es ist eine Gabe. Du hast sie nicht verdient. Genauso wenig verdienst du die Frau, die du hast. Ach, erzähl mir nicht, was ich verdiene oder ich nicht. Ich sag dir, was mir passt. Schubst mich nicht. Schon seit uns. Schon seit uns. Frankly, ist gut. Ich glaub, dass du nicht einer bist. Wir Mörder sind das. Wir haben nicht getan. Wir haben nicht gewusst, dass ein Mann da drin war. Wir waren kleine Kinder. Midlothian Shopping Center. Mehrere Feuer. Was macht dieser Scheißkerl mit unserer Fahrkarte? Es explodiert gleich! Beeilt euch! Weiter!
Geh weg von ihm! Geh aus dem Weg! Zieh dieses lächerliche Zeug aus und hör auf! Na los! Walter? Mein Arm! Mein Arm! Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn vielleicht umgebracht. Guter Schuss, Wilder! Zurückbleiben! Hinter die Autos, wir müssen alle zurück! Ich kämpfe nicht mehr gegen dich, Wallace. Es gibt auch keinen Grund mehr zu kämpfen. Du hast gewonnen. Das ist nicht zu übersehen. Du hast gewonnen. Komm du mir nicht mit so einem Riesenscheiß. Es ist vorbei, weil du sagst, dass es vorbei ist? Du verstehst es immer noch nicht, du passive, aggressive Pissnäcke. Du radierst nicht einfach 32 Jahre aus, indem du aus mir plötzlich einen Versager machst. Einfach, weil du beschlossen hast, nicht zu kämpfen. Steh endlich auf und spuck Feuer! Ich hole jetzt meine Frau und gehe mit ihr Karussell fahren. Willst du mitkommen? Was? Ich kämpfe nicht mehr. Dann wirst du verbrennen! Es ist alles in Ordnung, Leute. Es ist alles in Ordnung. Lauf doch nicht weg, es kann nichts passieren. Das Riesenrad! Okay! So oder so, Bruder! Du wirst verbrennen! Es bleibt uns gar nichts anderes übrig! Hey, Wallace! Okay, wir kommen schon! Also, was ist? Wer hat jetzt gewonnen? Biff der Clown. Das ist meine Meinung. Danke. Ja. Gehst du da rüber zu dem Polizisten? Ja. 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 Ich auch. Thank you.
dort ein Mann, der es Ihnen nicht übel nimmt, wenn Sie ihn den Gott des Amazonas nennen. David Letterman! Und, Ladies and Gentlemen, Sie wissen noch, wie schrecklich aufgeregt wir waren, als das letzte Mal unser nächster Gast aufgetreten ist. Hier ist er, Dr. Napalm. Hier ist er, Dr. Napalm. Hey, wie schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Wie viel Zeit müssen Sie noch absitzen? Kommen Sie in 4 Monaten raus? Richtig, David, in 4 Monaten, wenn ich mich weiter gut benehme. In dieser Zeit habe ich ein Arbeitsprogramm. Ich besuche Krankenhäuser und Schulen. Ich unterrichte in Brandverhütung, um mich wieder zu rehabilitieren. Durch meine verschiedenen Werbeauftritte habe ich schon mehr eingenommen, als ich Schaden während meiner kriminellen Zeit verursacht habe. Ich fühle also, dass der Heilungsprozess Fortschritte macht. Gab es irgendwelche Reaktionen? Musst du wieder zur Arbeit gehen? Sind Sie besser behandelt worden? War das Arbeitsleben? Meine letzte Schicht fängt erst um 1 Uhr an. Burning in my heart, I can't keep from crying, tearing me apart. Whenever she calls my name, slow, slow, sweet Anne, right there, I feel that burning thing. It's high blood pressure, got a hold on me. Oh, is this the way love's supposed to be? It's like a heat wave burning in my heart. I can't keep from crying. It's tearing me apart. Do what do I? Yeah. Do what do I? Yeah. Oh. Has me amazed, don't know what to do. My hands in a haze, like a heat wave. Yeah. Well, it's all right. Yeah.